Noch mal angesprochen, gestern Abend mit Jauch. Ich fand es unmöglich, diese Sendung. Also so ein Niveau im deutschen Fernsehen. Gut, es passt zu Bauer sucht Frau und so weiter. Da kann man das also wirklich mittlerweile dort mit eintakten, nur dass sie da politische Themen sich vornehmen. Also wie man einen Staatsminister so angehen kann und so beleidigen kann im deutschen Fernsehen, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht. Und es waren im Prinzip drei gegen einen und eine Fürsprecherin, die dann eben halt mit aufgetreten ist. Aber die sind seit 2 Monaten im Amt und sie wollen sehr, sehr vieles verändern. Und dass man diese ganzen Staatsstrukturen nicht von heute auf morgen verändern kann, ist auch ganz klar. Aber ich verstehe eins immer nicht bei diesen ganzen Diskussionen. Er selber ist auch Professor und hat wirtschaftstechnisch eine ganze Menge schon gemacht, waren Unis gewesen in Amerika. Und haben die das Geldsystem nicht verstanden oder wollen sie sich dazu nicht äußern? Wollen sie sich nicht dazu äußern zu dem Fiat-Money-System? Wollen sie sich nicht dazu äußern zu dem Zinseszinssystem? Was gestern ganz klar da bei den Aussagen von dem griechischen Finanzminister rauskam, ist, dass das Land genügend Finanzkapital hat im Umlauf, um alle ihre normalen Verpflichtungen des Alltages bezahlen zu können. Sie können ganz normal existieren. Was sie nicht können, ist die Bedienung von irgendwelchen Krediten. Die Zinsen und die Zinseszinsen und so weiter, die immer weiter auflaufen, das können sie nicht bedienen. Aber wer kriegt letztendlich das Geld? Wir leben in einer Bankendiktatur. Die Banken diktieren und die ganzen Hilfsgelder. Und man viele reden hört, ja, die Griechen, Mensch, die kriegen von uns so viel Geld. Nein, nicht die Griechen. Die Griechen haben so gut wie gar kein Geld aus diesen Hilfspaketen bekommen. Das haben deutsche und andere europäische, vielleicht auch amerikanische Banken bekommen. Damit die ihre Zinsen, das heißt ihre Gewinne aus den Krediten bekommen, die sie Griechenland irgendwann mal gegeben haben. Das Land kann von alleine existieren, aber es kann nicht mit den aufgedrückten Krediten existieren. Und wenn Sie jetzt damit hervorkommen und sagen, okay, es sind noch Reparaturzahlungen offen, Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg, kann ich das ganz gut verstehen. Ich meine, auf der einen Seite werden Sie abgezockt und auf der anderen Seite haben Sie Forderungen und jetzt die Bundesregierung sagt, das ist verjährt. Aber was hat die Bundesregierung gemacht? Sie hat immer wieder vertagt, immer wieder vertagt. Dann hieß es irgendwann dann als Vereinbarung, sobald wir einen Friedensvertrag haben, dann bekommt ihr das Geld. Ja, dann kam die Wiedervereinigung und ganz klipp und klar wurde gesagt, es wird kein Friedensvertrag gemacht. Und schon hat man wieder diese Reparationszahlungen damit eliminiert, sag ich mal. So, und dann kam 2012 Griechenland mit der Bankenkrise in Not. Ja, was hat man gemacht? Man hat nicht versucht, irgendwo mit den Schulden klarzukommen, einen Schuldenschnitt zu machen, wie auch immer, eine Insolvenz, wie wir sie eben halt auch von Firmen kennen oder von Privatpersonen. Nein, es wurden Kredite vergeben. Es wurden Kredite vergeben, wieder mit Zinsen und Zinseszinssystem. Und das ist das, was das Land Griechenland erdrückt. Immer mehr Menschen dort haben nicht mal ein Existenzminimum. Die haben ein Jahr Arbeitslosengeld und danach haben sie nichts mehr. Nichts, keine Sozialhilfe, kein gar nichts mehr. Und wenn dort jetzt auch, die Bundesregierung hat sogar ja mehr oder weniger fast schon vorgeschrieben, dass die griechische Regierung sich doch von der Minderheit der rechten Partei, mit denen sie sich zusammengetan haben, damit sie eine Regierung bilden konnten, denen fehlten irgendwie 2 Sitze. Dafür haben einen Ministerposten gekriegt, aber alles andere geht eben halt von der jetzigen Regierung aus, von der jetzigen Regierungspartei aus. Aber Deutschland schreibt auch jetzt sogar schon vor, was die dort, mit wem die koalieren dürfen und mit wem nicht.
Aber ich verstehe eins nicht, warum die nicht mal das wirkliche Problem ansprechen. Das unser Schuldgeldsystem. Und einfach mal darauf aufmerksam machen, gestern wäre eine super, super Gelegenheit gewesen, in den ganzen Themen, die sie so ausgebreitet haben, einfach auch mal zu sagen, dass man einfach diese Schuldenlast der Zinsen nicht mehr tragen kann. Sprich, also einfach die Gewinne der Banken nicht mehr tragen kann. Und das wäre vielleicht mal ein Wort an all diese Regierungen, die wirklich was ändern wollen, dass sie vielleicht mal das Ganze beim Namen nennen, wo die Probleme tatsächlich stecken. Und die Menschen auch mal aufklären. Wo liegen die heutigen Probleme? Die heutigen Probleme liegen in unserer Finanzdiktatur, in unserer Bankendiktatur, unter der wir leben. Alle Staaten haben Schulden. Aber fragt euch mal, wenn alle Staaten Schulden haben, bei wem haben die Staaten denn dann alle Schulden? Die Frage habe ich mir irgendwann mal gestellt, als ich anfing, mich mal mit dem ganzen Finanzsystem mal näher zu beschäftigen. Ich habe mir gedacht, okay, der eine Staat hat beim anderen Staat irgendwie Schulden oder so, haben da Gelder aufgenommen. Nein, alle Staaten sind verschuldet. Und neue Staaten, die dazukommen, Ukraine beispielsweise, die werden jetzt auch zugeschüttet mit Krediten. Das heißt, auch da ist wieder eine Schuld, die entsteht, da sind wieder Zinsen und Zinseszinsen, die entstehen, die wieder ein Land irgendwann mal nicht mehr zurückzahlen kann und nur die Banken wieder Gewinne machen. Und das ist meines Erachtens, das Problem, vor dem wir stehen. Und wir müssen am Finanzsystem was ändern und da sollte sich jeder mal Gedanken zu machen.